Wer momentan Tengelmann-Filialen im Großraum München besucht, dem fällt auf den ersten Blick gar nichts Ungewöhnliches auf. Der zweite Blick offenbart dann aber doch einige Lücken in den Regalen. In besonders gut besuchten Märkten können diese Lücken auch mal etwas größer ausfallen. Der zuständige Regionalmanager kennt das Problem und auch die Hintergründe. So eine Elefantenhochzeit bringt halt einige Herausforderungen mit sich. Ja, eine Herausforderung ist es wirklich, die Waren übereinander zu bekommen. Es ist ja nicht so, dass man sagt, der Kaffee, den Edeka und Tengelmann verkauft, läuft einfach unter dem Namen Kaffee. Sondern es sind Nummern hinterlegt, es sind Bezugskreise hinterlegt. Die versuchen wir zusammenzufinden und da passieren immer wieder auch mal Fehler. Das heißt, der Artikel ist da, er ist vor Ort, er ist im Logistikcenter, läuft aber mal einen Tag nicht raus. Die Tengelmann-Filialen werden also weiterhin beliefert. Durch die Umstellung auf eine gemeinsame Logistik kann es nur momentan mal länger dauern, bis alles wieder aufgefüllt ist. Dafür wird das Sortiment größer. An vielen Stellen finden sich bereits Produkte des neuen Gesellschafters. Auch die Kunden haben schon mitbekommen, dass sich hier gerade etwas ändert. Ich wollte am Dienstag unten in Solln zu Tengelmann. War alles geschlossen. Und dann hat eine Kundin gesagt, also hier sind die Regale leer. Ich gehe davon aus, es gibt einen Produktwechsel, aber das habe ich jetzt bis jetzt nicht negativ bemerkt. Schulnoten 2 bis 3. Was würden Sie sich wünschen? Mehr Auswahl. Mancherorts machen sich treue Stammkunden auch Sorgen, dass ausgerechnet ihr Markt bald dicht gemacht werden könnte. Was das betrifft, gibt der Regionalmanager ein Versprechen. Also da kann ich alle Kunden erst einmal absolut beruhigen. In dem gesamten Großraum München wird keine Filiale geschlossen, schon gar nicht durch die Übernahme. Wir werden in 2017 eine Filiale schließen und nur deshalb, weil der Mietvertrag ausgelaufen ist. Alle anderen Läden bleiben für unsere Kunden geöffnet und sind weiterhin da. Auch die Mitarbeiter können die kommenden Herausforderungen beruhigt angehen. Für die nächsten 5 Jahre sind ihre Jobs vertraglich garantiert. Immer mehr neue Eigenmarken und Produkte werden Schritt für Schritt in den übernommenen Märkten eingeführt. Irgendwann im Sommer oder Herbst wird dann umgeflaggt, wie es im Fachjargon heißt. Da, wo jetzt noch Tengelmann zu lesen ist, wird künftig überall Edeka draufstehen.